Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año. Eine kleine Lektion zunächst mit dem linguistischen Teil. Viele Begriffe sind aus dem Englischen übernommen und dadurch hat sich eine merkwürdige Mischsprache entwickelt. Dabei sind die Übersetzungen häufig ganz einfach. Wenn man beispielsweise sagt, ich habe den Ball gepusht, heißt die Übersetzung schlicht, ich habe den Ball gepusht. Wenn man klagt, was für ein Slice, heißt das zu Deutsch, was für ein Scheiß. Und Buch heißt einfach übersetzt Buch. Die Wissenschaft von der Herleitung der Begriffe nennt man Etymologie. Da es in der Körpersprache für vieles kein eigenes deutsches Wort gibt, müssen wir uns mit den englischen Begriffen begnügen. Nehmen wir den Begriff Fairway. Etymologisch handelt es sich dabei um einen fairen Weg, vom Abschlag bis zur Fahrt. Die Bezeichnung Fairway ist ausgesprochen irreführend. Den fairen Weg zieren schickeröse Gräben, Tümpel und Sandkuhlen. Gut, man kann diesen Umstand auch der Unfähigkeit der Golfplatzgestalter zurechnen, uns von diesem Kreppel zu verschonen, nichts von fairem Weg. Diese Dämlichkeit wird beschönigt, indem man Gräben als Biotope bezeichnet, Tümpel als Wasserhindernisse und Sandkuhlen als Bunker. Wissenschaftlich wird dieses Verschleiern Euphemismus genannt. Wir Älteren kennen ja auch noch die Terrororganisation RAF, RAF. Davon leitet sich die Bezeichnung des krass neben dem Ferien ab, mit dem arme Golfer terrorisiert werden, einen Greenkeeper mehr einstellen und weg mit dem Zeug, fertig wäre die Laube, aber nix da. Kommen wir nun zum soziologischen Teil. Einen Golfer, der zu Hause was zu sagen hat, nennt wir Ladies Captain. Wenn er nichts zu Hause zu sagen hätte, wäre er ja auch Schiedsrichter geworden. Einige von euch kennen die Formulierung, ich habe mein Geld in der Schweiz gebunkert. Ich nicht, ich armer Funktionär, bunkere meine Bälle immer nur auf der Bahn 4. Immerhin komme ich an die weiße Kugel im Bunker besser ran, als hier an eure Kohle in der Schweiz. Wenn man in der Nähe des Grüns eine Schippe drauflegt, nennt man das Schippen. Wenn einem dann noch ein Paar gelingt, dann nennt man das Paarschicken. Mir gelingt das nie, aber im Fernsehen brüsten sich dauernd schicke Mädels, ich paarschippe nur noch. Ich frage mich allerdings, wo bleiben diese netten Mädels auf unserem Golfplatz? Stattdessen wimmelt es auf den Bahnen von Big Bertha. Mal wieder, wie uns die Werbung in die Irre führt. Beim Golf ist auch viel von Vögeln die Rede. Da gibt es das Birdie, das Vögelchen, den Igel, den Adler und den Albatros. Ich schäme mich für eure zwielichtige Fantasie. Als ich eben von Vögeln geredet habe. Ganz abgesehen davon, dass wir uns nie dieser Bossensprache bedienen würden, nur von Vögeln reden würden. Bei uns heißt das vieles viel eleganter, ich habe eine Lady gespielt. Und ein auf die Schnelle vollzogener Liebesakt heißt bei uns Holding One. Allerdings kommen bei uns Veteranen derartig hastige Aktionen sowieso nicht in Frage, glaube ich jedenfalls, außer bei Manfred. Können wir ja mal überprüfen, wer von euch hat außer Manfred in diesem Jahr noch ein Hole in One gespielt?
Keine. Und wer von euch hat in diesem Jahr eine Lady gespielt? Abo! Nun ein bisschen Regelkunde, das kann Ihnen schaden. Auf dem Fairway gelten Cola-Dosen, Plastikbecher und die Ehefrauen als bewegliche Hemmnis. Die Entfernung von Erstern ist straffrei, die Entfernung von Ehefrauen ist dagegen umständlicher und nicht ganz straffrei. Statt pinkeln müssen wir Golfer von zeitweiligem Wasser sprechen. Knie und Hüften als aus Titan gelten als bewegliche Hemmnisse, sind allerdings nicht handicapwirksam. Das Handicap heißt übrigens übersetzt Behinderung. Ich wollte jetzt diesen grünen Ausweis, habe ich den noch in der Tasche, will ich zahlen. Der Grad der Behinderung ist auf unserem grünen Behindertenausweis eingetragen, den wir vom Deutschen Golfverband erhalten haben. Zum Schluss soll es noch ein wenig religiös werden. Schließlich ist das hier eine Weihnachtsfeier. Im Lateinischen heißt das Vater unser Paternoster. Da leitet sich der Name des Schlägers auf dem Grün ab. Denn wenn wir unseren Putter gebrauchen, leisten wir uns ab 10 cm aufwärts ein kleines Stoßgebet gen Himmel. Golf hat auch immer etwas Mystisches an sich. Von entscheidender Bedeutung beim Golf ist der Score. Score ist der Name des urangelsächsischen Göttervaters. Score ist auch zugleich der Schutzpatron aller Golfer. Um diese Gottheit zu besänftigen, bitten wir Golfer vor dem Turnier um einen gnädigen Score. Zumeist bleibt uns freilich das Anhören durch die Gottheit verwehrt. Die Ehefrau von Score heißt Skat und ist Beschützerin der Kartenspieler. Aber das wissen diejenigen von euch, die Karten spielen und die sich in der Götterwelt ein wenig auskennen. Die Tochter von Score und Skat heißt übrigens, ist übrigens die Schutzpatronin der FIFA und heißt Skandal. Okay, bevor meine kleine Lektion endgültig in einen kleinen Skandal ausartet, mache ich lieber Schluss. Sollten einzelne von euch in meinen Ausführungen Sexismus und Frauenfeindlichkeit herausgelesen haben, bitte ich um Entschuldigung. Bisschen scheinheilig, wenn ich ehrlich bin. Sollte jemand den Text zu meiner kleinen Belehrung ohne Strafschläger haben wollen, so kriegt er sie nur, wenn er gleichzeitig 5 Bücher bestellt. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.